Herzlich willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. So, wir machen uns jetzt auf den Weg, den Yo-Kai zu fangen, der uns für die Fusion noch fehlt. Der befindet sich ja hier. Haben wir im letzten Part noch ein paar Sachen eingekauft, die wir ihm eventuell zum Essen geben können. Das ist hier wieder ein Funnis, ne? Ja, natürlich. Wenn jetzt der Yo-Kai wieder weg ist da, ne? Werde ich sauer. Weil das war ja im letzten Part der Fall. Da haben wir die Yo-Kai bekämpft und dann war der weg. Total doof. Ach, weißt du was? Ich mach's jetzt rückwärts. So. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wow, jetzt mache ich die Ulti-Seele, weil ich so lange gebraucht habe, völlig umsonst. Geht die noch? Gepinnt? Aha, ich sogar noch gepinnt bekommen. Damit hat Portalix sogar sein Ulti-Seele wieder komplett voll direkt. Nice. Also die Dinger sind schon praktisch. Vor allem, weil die Yoka hier so schwach sind. Du brauchst nicht mit, ich hab dich doch schon. Aber wir können, da ich sie jetzt fusionieren kann, ja, komm mit, Funnis. Komm mit, wir können die ja fusionieren, das heißt, doppelte Yo-Kai haben ist nicht verkehrt. Ach, guck mal. Das ist nur ein Funnis, dann können wir... Die rennen weg von uns. Komm her, ich will dich haben. Du bist selten, Noko. Noko ist halt, glaube ich, wirklich selten. Hier kriegst du ein Sandwich. Erfüllt den Zweck. Das klingt nicht so gut. Okay. So. Wie ein Pfand es schon weg ist. Wie Klaperika vom Feuer keinen Schaden bekommt. So. Komm mit, Noko. Ist ja voll nice. Mein Noko ist selten. So viel, wie ich das verstanden habe. So, Portalex hat ein Level. Schade. Das ist echt ein Problem mit diesem Yo-Kai. Hier war ich, ne? Da war die Kiste, ja. Okay. Mit diesem Yo-Kai. Was ist da hinten für ein Yo-Kai? Auch nicht der, den ich will. Okay, dann gehen wir mal raus. Gehen wir da rein. Hoffen, dass jetzt der Yo-Kai... Das ist hier ein Möter. Das ist schon mal gut, dass die sich ändern. Da ist noch ein Möter. Mochismo! Du kriegst jetzt von mir... einen dicken Roggenreisball. Hammer lecker! Nice. Okay, dann kriegt der jetzt auch gleich ein Item. Stirb bitte nicht sofort. Komm, 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 komm. Okay. Doppelte Chance. Klaperika macht jetzt ihre Ulti-Seele. So. Oh, der ist weg. Okay. Ich hoffe, das Hammer lecker hat ihn überzeugt. So. Bin mal gespannt. Davon jetzt einer mitkommt. Ich habe beiden eingegeben. Die fanden es hammerlecker. Was? Also mehr hätte ich nicht machen können. Ernsthaft. Ich hasse es. Yo-Kai hinterherrennen. Ich hasse es. Aber ich brauche den. Ich will den machen. Ich will die Fusion in der Folge haben. Ich bin in den Möter reingerannt. Manchmal ist das Rennen echt unkontrollierbar. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr normal gut angreifen, damit das schnell geht. Hier, macht mal so, dann seid ihr schneller. Die uns kein Damage machen. So, lodern. Bam. Oh, sogar beseelt hat er den. Darf ich nicht mal fertig machen? Mann, die XP könnt ihr mir ruhig gönnen. Hühnerkeule. Hey, dann kommen wir bald noch auf die 1000 Euro hier. Da ist wieder eine Noko. Komm her. Boah, Noko, ey. Was war... War da Noko? Nee, das war ein Funnis. Okay. Talix blockt. Kannst du schnell machen? Macht mal schneller hier.
So. Anpinnen. Zack. Heilung. Nice. Ah ne, die mögen mich jetzt. Das. Wieso kommt denn das nicht bei Mochismo? Kann ich das auch gleich triggern, wenn Mochismos kommen? Dass das Herz so lang kommt? Das wäre voll toll. Das ist halt leider random. Weißt du, da kommt so ein Shit, wo sie dich mögen. So, warte mal. Es ist Noko weg. Es ist ein Funnis. Weißt du, dann ist der auch noch so selten. Dann ist der nur einmal alle zwei Mal da. Goethe. Mensch, hab Goethe. Ist das eine Kiste? Nee, ne? Möter. Funnis? Ach man, dass ich dann auch mal in die Funnises reinrenne. Funnises. Zack, drehen. Kannst du wieder angreifen? Zack, der ist weg. Das kann man echt irgendwie triggern, oder? Aber es kommt halt immer was anderes raus. Wollen wir jetzt nochmal drehen? Ja, ein Beseelportal ist natürlich erstmal. Zack. Dass die alle gerade beseelen müssen. Sehr gut. Da brauche ich doch jetzt meine Seelenanzeigen nicht für. Ansonsten suchen wir einfach diesen Kackhirschkäfer. Das hat ja keinen Sinn. Ich weiß nicht, wo die sind übrigens. Da muss ich gleich mal gucken. Ich gehe jetzt noch einmal durch die Map und guck mal. Ach, Möter. Ist wieder in Ruhe. Das ist ein Funnis. Möter. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob wir rauskriegen können, wo die Käfer herkommen. Hirsch-Sägezahnkäfer. Info. Okay, Orte, Hilfe. Ich habe noch keinen Hirsch-Sägezahnkäfer, ne? Ne. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich den her? Da ist eine Gottesanbeterin, da ist ein Item. Tanzsternchen. Ah, ich weiß aber noch nicht, wofür die sind. Hirsch-Sägezahnkäfer. Ich glaube, hier sind die nicht. Hier sind immer nur diese Gottesanbeterinnen. Da auch nicht. Aber wo sollen die rumliegen? Ist hier ein Item? Ein Käfer. Was ist hier? Sonst hat er gesagt, hier ist nichts. Da. Ein Item, was sehr schwer zu sehen war. Das habe ich echt nicht gesehen. Ha. Gehen wir nochmal zurück zu Draki, aber... Ach doch, durch die Straße. Die Chance, dass ein Mochismo da ist, ist halt auch da. Deswegen gehen wir durch die Straße durch. Nein. Ach verdammt, jetzt werde ich wieder kämpfen müssen. Ich kann die Treppe nicht treffen, wenn ich renne. Das ist so schlimm. Es ist so schlimm. So. Charmante Einheit. Sehr gut. Wie lange fühlt Funnis aus mit seinem Kackelbchen hier? So, tschüss, Funnis. Zack, zack und Feuer tot. Gut. Alles gut. Gib mir die Reisbälle. So. Dass man da auch so runterfallen kann an der Kante. Kein Mochismo, nur Funnis. Mein Gott! Niemand braucht Funnis. Wenn ich Draki jetzt frage, wo der Käfer ist, weiß der das.
Draki, wo ist Käfer? Brauche keine selten. Wo krieg ich den her? Schrecklich. Wo kriegt man denn sowas her? Wo kriege ich Hirschkäfer her? Das sind diese Langkopfheuschrecken. Ich habe das Gefühl, dass die nicht hier sind. Sonst wäre die Mission ja zu einfach. Mann, Mann, Mann. Okay, wo kriegen wir den jetzt her? Da links ist noch ein Yokai. Ach, Wanderkappa, genau. Huch. Kann hier runterspringen. Das sind Zikaden. Hirschkäfer sind so dicke Käfer, das weiß ich. Aber wo kriege ich die? Wo kriege ich die? Kaugummi? Nein, Hühnerkeulen kriege ich jetzt hier. Voll eklig. Das liegt da so rum und wir sammeln das auf. Voll abartig. Schon voll vergammelt, ey. Was willst du? Oh, ist das der Junge mit seinem doofen Fußball? Was ist los? Was passiert? Ich habe mein Spielzeug verloren. Dein Spielzeug? Ja, im Park beim Ozean. Ich habe mit meinem Spielzeugroboter eine Rakete abgeschossen. Ich habe die Rakete abgeschossen und dann hat jemand Aua gesagt. Ich dachte, ich hätte jemanden getroffen, also wollte ich mich entschuldigen. Aber da war niemand und meine Rakete war weg. Sowas passiert Kindern doch häufiger, oder nicht? Bitte hilf mir, mein Vater hat mir das Spielzeug gekauft. Das ist echt wichtig. Hilf mir, meine Rakete zu finden. Okay. Gehen wir zum Park am Ozean. Wahrscheinlich ein Yokai getroffen und der hat Aua gesagt. Okay. Ich mache hier nur eine kleine Pause. Ich bin jeden Tag fleißig. Ich darf das. Ja, natürlich. Warte mal. Da war noch ein Ausrufezeichen. Karotten. Warum liegt denn jetzt hier überall Gemüse rum und keine Kaugummis mehr? Da war noch ein Ausrufezeichen. Ist da eine Kiste? Ach, da liegt ein Tanzsternchen rum. Okay. Wovon ich schon über 30 Stück habe. Zikaden, ja. Ein Schmetterling. Den haben wir noch nicht, oder? Ach du großer Gott. Guck mal, hätte ich den nicht gemacht, hätte ich daneben gehauen. Schwalbenschwanz. Keine Ahnung, ob ich den schon hatte. Jetzt haben wir ihn. Ich habe gelernt, jedes Insekt einmal zu fangen. Sonst ist man auf der Suche nach diesen doofen Hirschkäfern. Hier ist ein... wahrscheinlich ein Spansel. Ja. Wo ist er hin? Da. Mann, hau doch nicht ab! Das weiß ich nämlich, dass Spansel hier so rumhängen. Sag ich doch. Gucken, ob wir Spansel fangen können. Spansel ist, glaube ich, auch relativ... auch nur hier findbar, glaube ich. Ach, fuck, jetzt habe ich ihm das Falsche gegeben. Yeah, sagt... okay. Doch nicht das Falsche. War anscheinend gut. Aber wir haben ja gelernt, heißt nichts. Oh, schon zu Ende. Kann hammerlecker sein und die Trommel kommt trotzdem nicht mit. Das ist, echt anstrengend. Keine Garantie für mitkommen. Nee. Okay. Wo krieg ich Hirschkäfer her? Fühlt's eine Aura eines Yokai. Was ist denn hier für eine? Ah, Fandes kann ich echt nicht mehr sehen. Tut mir leid. Früher wollte ich ja, dass der mitkommt, aber jetzt... wieder ein Funnis. Willst du mich doch verarschen? So. Ich wünsche, man könnte den Yokai-Radar nach bestimmten Yokais ausschalten. Wuff, wuff. Der ist so in die Richtung schauend. Ist da was? Da liegt ein Item auf jeden Fall.
Also der guckt so konzentriert in die Richtung, als ob da was wäre. Wäre cool, wenn da jetzt ein Yokai stehen würde. Wie war das nochmal? Wann kommen Yokais hier rein? Irgendwann mal, ne? Wenn man irgendwas Bestimmtes gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Aber wie kriege ich denn jetzt raus, wo die doofen Käfer sind? Kriege ich im Questbuch was raus dazu? Ah ne, es ist Inventar, das ist falsch. Ja, Moschismo, Lachversuch. Der Unsichtbar... Achso, Moment, hä? Wo ist denn die Quest? Geschichte dann, ne? Ja, da. Er sagt, er kann ja hier... Haben wir noch dunklen Sirup? Das bringt mir nichts. Ja, dass es da ist, weiß ich. Aber wo kriege ich denn den fucking Hirschkäfer her? Das ist das Schlimme, was mich gerade stört. Ich weiß, hier sind keine Käfer. Funnis. Halt die Klappe. Ja, wir können mal... Wo können wir hin? Hier ist... Oh, ein B-Yokai. Unterm Auto ist ein B-Yokai. Wo willst du hin? Nee, es läuft ja nicht so schnell. Darumacho! Der sieht sehr aggressiv aus. Mochismos! Ich drehe am Rad. Ich drehe am Rad. Ich dreh durch. So, jetzt machen wir nach und nach, geben wir hier den Yokai Essen. Damit wenigstens einer mitkommt. Sehr gut. Gib mir dem auch mal so einen Roggenball, vielleicht mag der das. Nee, mag er nicht. Überhaupt nicht. Okay. Hat er Pech gehabt. Dann kommt der halt nicht mit. Komm, mach ihn kaputt. Huch. So, jetzt bin ich gespannt, ob Mochismo mitkommt. Das wird sehr gut. Bitte. Ja! Mochismo nähert sich dir. Na, schau sich dich einer an. Wir sollten Freunde sein, wir zwei. Ja, sollten wir. Mochismo. Chismo, okay. Okay. Halleluja. Okay. Was ist eigentlich, wenn alle leuchten? Ich weiß es gar nicht. Haben wir es etwas geschafft? Oh mein Gott. Was eine Wohltat, etwas geschafft zu haben im Part. Dann können wir jetzt... fusionieren wenigstens. Und dann gucke ich mal, wo der doofe Käfer ist. Okay. Ich möchte mehr Spiegel haben in der Stadt. Könnten auch ruhig zwischendurch mal so ein paar Spiegel rumstehen. Einfach nur so, damit man in jede Ecke der Stadt kann, ganz schnell. Wahrscheinlich sind die eher in Gebäuden. Ach nein, ich habe doch vorher aufgehört. Lauf.
Oh, sieht aus, als sei es dir gelungen, die beiden Yokai herzuholen. Meine letzte richtige Fusion ist schon eine Weile her. Ich bin etwas aufgeregt. Ab jetzt kannst du in diesen Ort Yokai-Items oder beides fusionieren. Es ist mein Vergnügen, sie für dich zu fusionieren. Bitte sehr, das ist nur der Anfang. Das Fusionieren ermöglicht dir, viele neue Arten von Yokai zu erleben. Alles klar, lass uns mit der Fusion der beiden mitgebrachten Yokai beginnen. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Erstmal kriegen wir hier die Questbelohnung. Nice. Schlichter Ring. Ach, guck mal, Ringe haben wir jetzt schon 2 Stück. Und Bonusszene. Yay. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Szene jetzt irgendwie anders war. Ich habe bisher noch keinen Unterschied gesehen zu den anderen Szenen. Meister Zen beim Tempel des wahren Pfades kann 2 Dinge kombinieren. Das nennt sich Fusion. Wenn du Yokai oder Items kombinieren möchtest, kannst du einen komplett neuen Yokai oder ein neues Item erschaffen. Allerdings reicht es nicht aus, einfach nur irgendwas zu kombinieren. Tob dich ruhig aus und teste die verschiedenen Fusionsmöglichkeiten. Oh, bist du gekommen, etwas zu fusionieren? Ja. Okay, dann wollen wir mal... Wir haben ihn jetzt dafür gefangen, dann benutzen wir ihn auch. Dysuma plus Mochismo. Na, dann fangen wir mal an. Ab geht die Post. Om. Ach, guck mal, den haben wir doch gerade getroffen. Darumacho. Darumacho. Nee. Haben wir den jetzt auch. Cool. Okay, und wenn ich... Ah, okay, Fusion möglich. Das sind so extra Fusion-Items. Man kann nicht jeden Yokai fusionieren, so wie es aussieht. Was ist denn, wenn wir Petsmeralda und Möte... Oh, komm, das will ich sehen. Ach, okay. Okay, man kann nicht jeden Yokai mit jedem kombinieren. Ich könnte... Oh, was? Ich möchte mir das gerne angucken vorher. Ich kann doch Jibanyan jetzt nicht... Aber Jibanyan. Da habe ich was gegen. Da habe ich echt was gegen, irgendwie. Das kann ich mir nicht... Nee. Nee, das kann ich Jibanyan nicht antun. Das geht nicht. Zu Jibanyan habe ich eine feste Beziehung, ja? Der ist seit Anfang an dabei. Eine feste freundschaftliche Beziehung. Den kann ich doch nicht einfach aufgeben. Was soll denn aus den Knuffel-Jibanyan-Dingern werden? Oder habe ich dann noch die Yokai? Nee, ne? Die sind dann weg. Die sind dann weg, ne? Die habe ich nicht nochmal zur Auswahl. Ja, sind dann weg. Will ich ja auch meinen. Nee, das können wir nicht bringen. Gut, ich werde mich dann mal erkundigen, wo dieser Sägezahn-Hirschkäfer ist. Und wir sehen uns im nächsten Part von Yokai Watch. Wenigstens haben wir die Fusion geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. In the drive.